It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi thugs. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir eine Woche zum Telefon? Es gibt Ärzte, die Chance. Volle Offiziere wollen. Sind das der bessere Hotel? Sind das in der Tat? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Verstärke besser alle Wege.
Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Weißt du, was ich hier will? Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Für wen arbeitet sie? Schmidt, schön, Sie zu sehen. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Wer ist diese Frau? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Und jetzt habe ich Durst. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Das liegt nur daran, dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um Sie zu interessieren. Kennen Sie den Dichter Verlaine?
guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Dieses Treppenhaus ist geschlossen. Für wen arbeitet sie? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Thank you.
Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke.
Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. Schicken Sie zwei Patrouillen zu diesem Lager aus. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Risky. Thought you could use a hand. We need to get to the north gate and plant the charge. Rousseau, we need to get to the gate. Not the charge, I'll cover you. Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and plant the last charge! Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire till they blow the gates. Get ready. All right, that's our signal. Look behind me!
Hang in there, buddy. Enemy located. Sergeant, give me the position. Sir! Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Entdeckung, los, los! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Area clear. Daniel, Zussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range.
Nice shot. MGs, open fire. Keep them off that bridge. Flamethrower in front. Take out that flamethrower. Snipers in the building across the Seine. They're getting too close. Don't stop! Enemies in front, use your Molotovs. Out a grenade! Lob it a grenade! They're making a push! Use Molotov cocktail! Get it, Daniels. Let's get back to the other team. I can see Crowley and Pearson up there. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate. Hey, Crowley. There's no turning back. France has reclaimed Paris. This ain't exactly over yet. War's not done. Now, come on, Pearson, let them have this.